Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialfolge von Sea of Stars. Heute werden wir uns nur um die alte Gruft kümmern, denn das ist das Einzige, was uns noch offen blieb, was wir im Stream nicht gemacht haben. Aber diesmal wollen wir es uns anschauen, was uns hier in der alten Gruft noch erwartet. Doch bevor wir uns in die alte Gruft begeben, brauchen wir erstmal, na, sagen wir mal, 4 kleine Spezialhammer. Und zwar dreht sich dabei um diese zarten 4 kleinen Hammer. Doch wo bekommt man die? Das kann ich euch gerne zeigen. Irgendwie muss ich das Video etwas füllen. Und würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum ersten. Das ist eigentlich in meinen Augen auch der leichteste. Denn ihr müsst dafür ganz einfach nur die Fischerhütte in eurem Dorf haben. Den Fischermeister mit dazu. Und dann einmal alle Fische angeln. Und wenn ihr dann 23 Fische, also sprich alle Exemplare, die es in Seas of Stars gibt, gefangen habt, müsst ihr nur mit ihm hier reden. Und er gibt euch dann einen Hammer. So, auf geht's zum nächsten. In der Stadt Lucent gibt es ja diese verschlossene Hütte. Um da reinzukommen, müsst ihr auf der linken Seite so einem Geist einen Turbo-Keks geben, den ihr aber nur bekommt, wenn ihr den Enterhaken habt. Hier oben werdet ihr dann den Turbo-Keks finden und dann, wenn ihr nachdem ihr den Geist sozusagen besiegt habt, könnt ihr euch in die Hütte begeben und bekommt dann die Möglichkeit, am Quiz teilzunehmen. Bei ihm ist es so, entweder ihr macht einmal das Quiz mit Expert, ihr braucht natürlich dafür alle Fragenpakete, aber ich habe euch einen Leitfaden in die Videobeschreibung gesetzt, wo wirklich alles ausführlich gut beschrieben ist. Und wenn ihr dann sozusagen alle 11 Fragenpakete habt, könnt ihr hier das Quiz machen. Es gibt 11 Fragenpakete, wie gesagt, und dann habt ihr einmal zwangloses Spiel und ein Expertspiel. Das Expertspiel alle komplett, gibt euch eine Trophäe, und das zwanglose komplett, da bekommt ihr dann den Hammer. Auf zu Hammer 3. In Morlande werden doch bestimmt schon einige neugierige Nasen von euch dieses Ruinengebilde sich angeschaut haben und gefragt haben, was ist das? Ich möchte es mal so sagen, dieses wird erst interessant, wenn ihr das Spiel das erste Mal durchgespielt habt. Und je nachdem, was ihr im ersten Durchlauf schon erreicht habt, leuchten dann die verschiedenen Ruinen auf. Sollten noch einige nicht leuchten, könnt ihr jederzeit rangehen, das antippen, und dann bekommt ihr sozusagen einen Hinweis, was ihr machen müsst. Wie gesagt, in der Beschreibung habe ich euch ein Guide zu dem Spiel hingesetzt oder eingefügt, wo ihr alles nachlesen könnt, wenn ihr keine Lust habt zu suchen. Oder ihr schaut einfach meinen Stream, denn wir haben fast, eigentlich haben wir alles so gefunden und alles zum Leuchten gebracht. Was hier drin passiert, möchte ich nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall müsst ihr das machen, um einen weiteren Hammer zu bekommen. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern, deswegen zeige ich jetzt noch schnell, wo der vierte Hammer ist. Und genau hier würden wir den vierten Hammer bekommen, wenn wir vorher überall dieses Räderspiel gemacht haben. Es sind meines Wissens nach 9 Champions. Einer sogar versteckt in der anderen Welt von Sirai. Da müsstet ihr hier erst einen Tisch kaufen. Ich glaube für 250 Gold oder so. Den damit in die andere Welt nehmen, dort aufstellen lassen. Und dann könnt ihr dort den Champion besiegen. Wenn ihr 9 Champions besiegt habt, lässt sich die Uhrenmacherin auf ein Duell mit euch ein. Und wenn ihr sie dann besiegt habt, dann habt ihr alle 10 Champions besiegt, bekommt den Hammer, eine Trophäe. Und nun dürften wir eigentlich alles haben, sind bereit für die alte Gruft. Und würde sagen,
Wir gehen da jetzt hin. Und da sind wir auch schon in der alten Gruft wieder angekommen. Haben unsere 4 Hammer. Doch, was müssen wir jetzt machen? Wer die alte Gruft kennt, der weiß ganz genau, wie verrückt das aussieht. Wenn man jetzt einfach mal so guckt. Ich habe überall Gräbe stehen. Kann überall was machen. Und irgendwie kann ich sie mit Vierecken in irgendeinen Trophäenraum aufstellen. Habe ich jetzt aber so an sich noch nichts gemacht, weil ich sehe da keinen Sinn darin. Man kann sich die schönsten aussuchen, kann dann diesen Raum hier schmücken damit. Und dann ist super. Ja gut, ich habe den Hund da gefunden und ich fand den echt hübsch und da habe ich den halt dahingestellt. So, aber wir brauchen ein bestimmtes Grab. Ich habe einen Code. Mal gucken, ob der funktioniert. So. So. Ich bin mal gespannt, ob dieser Code funktioniert, ob ich mir den damals richtig aufgeschrieben habe. Sieht gut aus. So. Und jetzt sollte es ein kaputtes Grab geben, was wir mit Windstoß wegpusten können. Super. Okay. Diese Wand sieht ziemlich dünn aus. So. Und dafür brauchen wir die zarten Hammer. Nummer 1. Die Wand sieht ziemlich dünn aus. Nummer 2. Auch diese Wand werden wir schnell kaputt hauen. Und 4. Dafür brauchen wir alle 4 Hammer, sonst haben wir hier unten ein kleines Problem. Aber ich finde das toll. Okay, und nun? Ladenbesitzerin. Entschuldigung. Kennen wir uns? Nun, falls ihr das tun und ihr euch wegen irgendeines Zeitparadoxen beschweren wollt, denkt dran, dass ihr gerade die 4. Wand durchbrochen habt. Ihr bekommt vermutlich keine Gehaltserhöhung, aber bedient euch gern an der Vitrine, wenn ihr euch die Kante geben wollt. Was? Das sieht aus wie ein Entwicklerstudio. Ist es eventuell das... Ja, es ist... Ja! Ist das geil! Es ist das Entwicklerstudio von Sabotage, natürlich! Die Jungs und Mädels, die dieses schöne Spiel auf die Beine gestellt haben. Hey, ich habe ein paar Charakter animiert, nur um sie danach in die Luft zu jagen. Tut mir leid wegen den vielen Explosionen vor eurer Nase. Ich bin Erik, ich spiele gern mit Musik und Audiodesign rum für das Spiel. Ich spiele also in meinem eigenen Spiel, in diesem Spiel übrigens. Oh nein, Hilfe, ich bin im Spiel gefangen. Hey, ich bin Mikko. Ich bin für das Umgebungsdesign unserer Spiele verantwortlich. Möchtet ihr die verschiedenen Landschaften? Mochtet ihr die? Ja, mochte ich. Mochte ich wirklich sehr. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Buddys sanfter Blick löst eine Enge in deiner Brust, von der du nicht mal wusstest, dass sie da ist. Wo habe ich das Ding noch gleich hingetan? Ich hoffe wirklich, dass alle durch das Spielerlebnis in Sea of Stars unsere Liebe zu Videospielen mitbekommen haben. Aber sowas von. Sowas von. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die anderen Spiele auch so sind oder werden, dann sehe ich gute Chancen.
Als ich Sex verspielte, ich FF1, Final Fantasy 1 und verliebte mich in RPGs. Ich beschloss, dass ich mal selbst welche machen will. 30 Jahre später verwirklichte sich dieser Traum mit dem besten Team aller Zeiten. Sehr gut. Ich bin Oliver von Berzerk. Ich habe vor allem das Hintergrundzeug gecodet, aber mich auch ums Publishing des Spiels gekümmert. Wenn ihr es spielt, haben wir es geschafft. Juhu, viel Spaß. Ich bin der, der nach dem GP versucht, Bugs. Ich bin der, der nach den von JP verursachten Bugs sucht. Mein Gott. Hat wirklich Spaß gemacht, Teil dieses Projekts zu sein. Ich denke, wir haben ein ziemlich cooles Spiel erschaffen, oder? Savannah. Falls ihr in den Kämpfen der Charakter eher Tanzwettbewerbe seht, seht euch das von mir als Animator hiermit offiziell erlaubt. Hä? Dieses Textfeld gehört einem halben Pixel weit nach links. Ich bin so stolz drauf, Teil dieses tollen Teams zu sein. Sea of Stars zu komponieren war wunderbar. Hoffentlich mochtet ihr das Nostalgische. Ja. Von allen Charakteren, an denen ich mitgearbeitet habe, gefällt mir Conan am besten, dank seiner Mama, wollte ich sagen. Wow, habt ihr all die Animationen gesehen? Ich bin so stolz auf das, was wir geschaffen haben. Es war toll. Danke, Thierry. Okay. Ich werde dieses Projekt vermissen, auch wenn ich mal wieder Schlaf bekomme. Hattet ihr Spaß beim Spielen? Das Team hat wirklich hart daran gearbeitet. Es war sehr gut. Also, ich kann mich nur wiederholen. Es war nicht einfach, all das aufzubauen, aber ich bin auf alle hier unendlich stolz. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Ja. Na, das wäre mal ein tolles Passwort für eine Grafikfunktion. Lacht in HLSL. Spreche ich mit dem Spieler oder mit Valere? Egal. Hoffentlich hat es Erkunden der Welt Freude bereitet. Ich liebe es, Community Manager zu sein. Die Sea of Stars Community ist einfach die beste, findet ihr nicht? Ich hoffe, ihr habt das Spiel so sehr genossen, wie ich es getan hätte, wenn ich nicht selber daran gearbeitet hätte. Oh, ich kann mir das schon echt gut vorstellen, wenn du so ein Spiel entwickelst, dann siehst, dass das so durch die Decke geht und dann es selber mal fertig spielst. Boah. Muss schon ein schönes Gefühl sein. Ich hoffe, ich konnte nicht nur Bilder, sondern auch euch bewegen. Ja. Oh. Ich bin Craig. Ich bin Animator. Auch wenn die Eichhörnchen das anders sehen, hört nicht auf ihre Gequieke. Sie erzählen nichts als Lügen. Ich bin JP. Jean-Philippe. Integrator, früher habe ich Bugs gesucht, jetzt behebe ich sie und verursache sie. Ich weiß nicht, ich bin kein Mechaniker. Ich bin Jake, habe Eric beim Musik- und Soundeffekten geholfen. Das ist mein allererstes Spiel überhaupt und ich hätte mir dafür kein besseres Team vorstellen können. Arbeitszeit. Seit diese Kinder der Sonnenwende hier sind, ist die Tageszeit ein echtes Mysterium. Ja, das glaube ich. Yo, ich bin Reese und spiele akustische Instrumente. Ich weiß zwar nicht, wieso ich hier bin, aber ich bin echt froh, Teil dieses coolen Spiels zu sein. Und schickt mir was zu essen, wenn ihr Zeit habt. Ich hoffe, wir konnten euch auf dieser Reise in unsere Kindheit etwas Neues zeigen. Ja, es war wunderbar. An dieser Stelle, falls das einer von dem Entwicklerteam sieht, vielen, vielen Dank nochmal für dieses Meisterwerk. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat den Zuschauern unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es wird noch vielen, vielen anderen da draußen Spaß machen. Und ich freue mich wirklich schon sehr auf das DLC, was ich gelesen habe, was angekündigt wurde. Und ich werde mir auch mal das andere Spiel von Sabotage anschauen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Ninja-Samurai-Spiel, irgendwas. Mal schauen, irgendwie soll dann das DLC so einen Zusammenhang zwischen den beiden Teilen geben. Aber an dieser Stelle von mir erstmal vielen, vielen Dank fürs Anschauen, für das
immer dabei sein beim Stream. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, es zu spielen, es für euch zu spielen. Noch mein großes Dankeschön an Sabotage, dass sie uns so ein schönes Spiel präsentiert haben. Mir hat wirklich alles gefallen, der Sound, die Grafik, die Animation, es war alles super. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt erstmal und hoffe, wir sehen uns dann, wenn das DLC erscheint, wieder zu einer weiteren Folge von Sea of Stars. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch was. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Spiel sagt. Bye, bye.